Hohes Haus, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, ganz kurz ein paar Sätze auch zur Kollegin Erasim. Eine Petition, Verbesserung der Nordwestbahnstrecke zwischen Stockerau-Retz, da ist noch einiges einzuholen, einiges zu erledigen. Eine langjährige Forderung, überparteiliche Forderung, eine Pendlerstrecke. Ich denke, wir werden sich das ganz genau anschauen und dann schauen, was wir umsetzen können. Das ist eine sehr gute Sache. Wäre auch interessant gewesen, eventuell für eine Bürgerinitiative, aber wir nehmen das auch als Petition von der Kollegin Erasim sehr ernst. Ja, mein eigentliches Anliegen ist die Petition 57 BI, eine Bürgerinitiative betreffend ORF-Gesetz, Sicherung der Zukunftsfähigkeit, Unabhängigkeit, Überparteilichkeit und wirtschaftlichen Eigenständigkeit des ORF. Das ist dieser Bundesregierung sehr, sehr wichtig. Wir haben auch im Regierungsprogramm das schon so festgeschrieben. Es muss sich beim ORF einiges ändern. Man muss hier einiges umstrukturieren, verbessern für die Bürgerinnen und Bürger, weil wenn man draußen mit den Menschen spricht, dann ist der ORF schon jahrelang nur die Vorgängerregierung und der SPÖ hat sich da nicht nie drüber getraut, ist das schon jahrelang den Bürgern ein Thema, ein Dorn im Auge, sind es die ORF-Gebühren, genauso aber auch wie oft die Berichterstattung, oft einseitige Berichterstattung des ORF. Also wenn man mit den Menschen draußen redet, dann hört man oft, dass man hier mit der Berichterstattung des ORF sehr unzufrieden ist und es muss sich auch in den Strukturen einiges ändern. Natürlich muss auch der ORF im eigenen, das erwartet man sich von einem modernen, innovativen Unternehmen 2019, dass auch der ORF natürlich im eigenen Wirkungsbereich versucht zu sparen und trotzdem die Leistung, die Programmbericht und Berichterstattung, die Sportübertragungen zu halten. Das heißt, natürlich ist es immer einfach, wenn man sagt, sparen, dass man dann spart in der Programmvielfalt, also beim Angebot, das muss aber nicht sein. Ein innovatives Unternehmen, gut geführtes Unternehmen kann auch im eigenen Wirkungsbereich, in der Verwaltung und bei vielen eigenen sparen. Und das erwartet sich diese Bundesregierung und wir werden das umsetzen. Da glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir werden auch das eine oder andere dieser Bürgerinitiative aufnehmen. Nicht alles, aber einen Teil werden wir aufnehmen. Wir bedanken sich bei den Initiatoren der Bürgerinitiative, die das sich gemacht haben. Man weiß ja, ORF waren schon einige Bürgerinitiativen, weil ich, wie schon gesagt, der ORF sehr polarisiert und da gehört was geändert. Und dass wir diese Bundesregierung, wie schon vieles, auch die in nächster Zeit umsetzen und das neue ORF-Gesetz ist im Regierungsprogramm verankert, ist soweit auf Schiene und wird, so denke ich, demnächst auch dann präsentiert. Also diese Bundesregierung tut was, macht was, spart und arbeitet gut. In diesem Sinne alles Gute. Am Wort ist der Herr Abgeordnete Gerstl.